Die Rückspiegelkamera überträgt das Bild der Umgebung hinter Ihrem Fahrzeug mit Hilfe einer Kamera oben an der Heckscheibe direkt auf Ihren Innenspiegel. Mit diesem Bildschirmmodus ist die Sicht nach hinten vollständig und unbehindert, selbst wenn das Sichtfeld im Fahrzeuginneren eingeschränkt ist. Um vom klassischen Spiegelmodus in den Bildschirmmodus zu wechseln, betätigen Sie bei eingeschalteter Zündung diesen Hebel. Dieses grüne Licht und die Leuchtanzeige auf dem Bildschirm bestätigt Ihnen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert. Sie können einige Parameter der Bildschirmanzeige, wie die Bildschirmhelligkeit und die Sichtwinkel, einstellen. Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug diese Taste, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie anschließend mehrmals hintereinander auf diese Tasten, um die Einstellungsoptionen durchzugehen. Und drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Einstellungsmenü wird nach etwa 5 Sekunden ohne Tastenbestätigung automatisch geschlossen. Beachten Sie, dass die Rückspiegelkamera einen toten Winkel hat. Wenn Sie rückwärts manövrieren, sollten Sie zusätzlich zu den Informationen der Rückspiegelkamera auch die Informationen der Rückfahrkamera nutzen. Die Bildschirmanzeige schaltet sich aus, wenn Sie die Zündung ausschalten. Die Rückspiegelkamera behält bei jedem Motorstart automatisch die Einstellungen bei, die beim letzten Abstellen des Motors eingestellt waren. Für die ordnungsgemäße Funktion des Systems darf die Kamera nicht durch beispielsweise Schmutz, Matsch oder Schnee verdeckt sein. Wenn das System eine Funktionsstörung erkennt, wird der Bildschirm schwarz und die Kontrolllampe und das grüne Licht erlöschen. Das kann zur vorübergehenden Störung der Kamera oder des Bildschirms führen. Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, schalten Sie auf den Spiegelmodus um und wenden Sie sich an einen Vertragspartner. Beachten Sie stets, dass diese Funktion eine zusätzliche Fahrhilfe darstellt, die die Wachsamkeit des Fahrers nicht ersetzen kann. Bleiben Sie stets aufmerksam und vorsichtig, um unter optimalen Bedingungen manövrieren zu können.